Eine Entzündung? Ah! Geh weg von mir! Ich will ja nicht, dass du ihn kitzelst, sondern nur ansiehst. Nein, danke. Aber du bist doch Arzt. Ich bin Chiropraktiker. Ich arbeite mit Wirbelsäulen. Und es gibt im Gegensatz zum Volksglauben keinen Knochen im Penis. Oh, hi, Judith. Nichts, das war nur für Charlie gedacht. Hey, ist Jake von der Schule zurück? Nicht? Oh, okay, ich wollte nur wissen, wie sein erster Tag gelaufen ist. Sag ihm, er soll mich anrufen. Danke, bis dann. Ah. Hoffentlich war er nicht während der Mittagspause unter der Tribüne. Ja, so dumm ist er doch nicht. Meinst du? Charlie, er hat's nur in die 7. Klasse geschafft, weil die Bänke für ihn zu eng wurden. Wenn du wirklich so besorgt bist, ruf ihn doch auf dem Handy an. Gute Idee. Jake? Jake, wo bist du denn? Oh, du sitzt noch im Bus. Ist ja verrückt, ich höre die anderen Kids gar nicht. Naja, die sind alle todmüde. Es war ein harter Tag. Was du nicht sagst. Dad, das Handy war nur für einen Notfall gedacht. Warum bist du nicht bei deiner Mutter? Naja, ich bin an der Schule ausgestiegen und mit einem anderen Bus hergefahren. Dann warst du überhaupt nicht in der Schule? Natürlich nicht. Ich will nicht an einen Mast gefesselt, in einen Spind gesperrt oder ins Klo getaucht werden. Nicht getaucht, gestippt. Und wo sind deine neuen Sneaker? Ach, die habe ich dem Busfahrer verkauft. Aha. Charlie, kann ich dich kurz mal sprechen? Sind das meine Comics? Charlie? Die sind wie neu und er schmiert seine Popel überall rein. Er war den ganzen Tag hier und du weißt es nicht? Hey, ich habe einen Ausschlag. Unfassbar, dass er am ersten Tag die Schule schwänzt. Ist doch ziemlich schlau, wenn man es bedenkt. Was die Schule betrifft, ist er vielleicht nur so eine Art Tippfehler. Charlie, die Frage ist, wieso er die Schule geschwänzt hat. Das ist doch ganz einfach. Wegen deiner Horrorgeschichten und weil du ihn angezogen hast wie eine elastische Binde. Hey, ich habe ihn nur vorbereiten wollen. Worauf? Dass er vor allem wegläuft? Nein, nein. Dass er sich bei allem einfügt und nur wegläuft, wenn er gesehen wird. Oh. Mal ehrlich, Alan, als der liebe Gott den Mut verteilt hat, hast du dich in deinem Spind versteckt und auf deine Sportsocken gepinkelt. Okay, als erstes hatte ich zum Mittagessen 4 Flaschen Cola. Und zweitens bin ich kein Feigling. Ach, komm schon, da hat ja eine Katze in der Waschmaschine bessere Nerven. Das ist lächerlich. Boom! Ah! Okay, ich war nicht vorbereitet und das war unfair. Oh, und was ist mit dir? Was soll mit mir sein? Du hast vor allem Angst. Wovor? Als da wären... Die Ehe, Bazillen, Augen öffnen unter Wasser, wütende Ehemänner, wütende Ex-Freundinnen, große Vögel, Spinnen und Marmen. Warte. Warte eine Sekunde. Ich habe keine Angst, die Augen unter Wasser zu öffnen. Ich bin nur allergisch gegen Chlor. Genau. Und damit das klar ist, es geht nur um Vögel, wenn sie drin sind. Draußen sind sie kein Problem. Von mir aus, belüg dich nur selbst. Ich baue meinen Sohn wieder auf.